Hallo zusammen, es ist Donnerstag. Wir haben 17:06 Uhr. Das ist der DAX, den ich normalerweise am Freitagabend mache. Ich hätte ja gesagt, ich mache den ein bisschen früher, weil ich auf Bildungsreise gehe. Voilà. Hier ist ja der Schlurch und tatsächlich passiert da nicht viel. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kerzen innerhalb der Box, die um das 50er Retracement von der Bewegung All-Time-High bis zum, ja, na sagen wir es mal, Ukraine-Low angelegt ist bei 14.340. Ja, wir sind ziemlich genau auf der Hälfte der Strecke, die wir hier zurückgelegt haben. Und wir sind weiterhin in dieser Box. Die Box hat den unteren Punkt von 14.109 und den oberen von 14.553. Ich behaupte, wenn wir da mit einer Stundenkerze drüber oder drunter schließen, wenn es geht mit einem Abstand von mindestens 20 Punkten, schließt sich entweder nach oben die altbekannte 14.815 an, das ist diese Geschichte hier. Und nach unten wäre es dann sowas wie das 38er-Retracement bei rund 13.900. Ich runde leicht. Hier ist auch die 20-Tage-Linie, die es wieder ganz leicht nach oben dreht. Von den Bändern her kein neues, frisches Signal. Sie sind noch relativ weit, obwohl die Volatilität insgesamt ein bisschen zurückgekommen ist. Das gefällt mir nicht hier. Damit kann ich noch leben. Aber das hier, die moderne Sichtweise mit dem Histogramm, ist ganz klar nach unten gerichtet und da wird es jetzt hier in den letzten 22 Minuten beim DAX auch nicht mehr viel ändern. Noch haben wir kein Verkaufssignal über den Oszillator, aber wir stehen kurz davor. Also morgen, sprich der Freitag, Wochenende, ist schon eine wichtige Marke. Jetzt haben wir keinen Verfall morgen, aber Wochenende hat immer auch so eigene, ja, Bedürfnisse, sagen wir es mal so. Also die Freitagsschlusskurse. Also von dem Hintergrund gibt es hier momentan kein frisches Signal, aber die sind in Spuckweite. Wie gesagt, 14.109 oder 14.553. Auffallend ist, dass wenn jetzt mal wieder Zahlen kommen von was weiß ich, was für Unternehmen, die werden teilweise ganz massiv nach oben oder unten mitgenommen. So, wir haben, da müsst ihr unbedingt draufschauen, ich ziehe es auch gleich hier rüber. Das ist der Donnerstag heute, den brauchen wir nicht. Ich gucke jetzt nochmal mit euch mal schnell mal drüber, was da alles gibt. Freenet ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Sartorius auf jeden Fall. Das ist auch morgen. Dann haben wir Dienstag. Ed Pepper, die hatte ich auch mal. Das ist bestimmt schon 10 Jahre her. Muss gleich mal schauen, wo die stehen. CANCOM wird oft genannt. Kann ich nicht zu so sagen. Das sind Jahresabschlüsse. Und Nordex wird mit Sicherheit sehr, sehr interessant. Porsche auch. Aber da hatte ich noch was gesehen. Das wird mit Sicherheit auch ganz interessant. Wo ist es denn? Das waren die Sixt. Hier, Sixt. Da gibt es ja verschiedene. Die sind am, was ist denn das? Am Mittwoch nächste Woche. Das wird mit Sicherheit sehr spannend. Weil es habt ihr bestimmt alle mitbekommen, dass die Mietwagenpreise nach oben geschossen sind. Und das ist heftig. König und Bauer sind mit Sicherheit einige dabei. Carl Zeiss wird interessant. Also guckt, bevor ihr eine Position eingibt, schaut da einfach mal drauf, sind da vielleicht irgendwie Zahlen. Ich persönlich, ich handle nicht auf Zahlen, also nicht in Erwartung derer. Ich lasse mir das am nächsten Tag dann vorlegen, entscheide dann, ob ich mache, weil das ist für mich echt Zockerei, ob die gut sind oder nicht. Aber ich habe euch trotzdem ein paar Scheine mitgebracht. Und zwar für den DAX einmal ein Ding Call 13.764, da sind wir hier unterhalb des 38ers, unterhalb der 20-Tage-Linie. Im Moment ein Hebel 24, das ist die GK 266N. Das möchte ich mir gerne anschauen, wie der sich dann hier, wenn wir wieder einen Touchdown machen, auf eben diese 15.109, wie der sich dann verhält, der Markt. Ja, zieh da drunter, dann gucke ich drauf, aber ich mache nichts. Geht da drüber, ist das durchaus ein Schein, der dann wahrscheinlich nur noch einen 20er-Hebel hat, der interessant sein kann. Als Put habe ich 15.094, da liege ich hier oben hinter dem oberen Band. Der kommt dann ins Spiel, wenn wir die obere Box wieder touchieren und ich dann schauen will, wie verhält sich der DAX hier oder wenn wir hier drunter brechen. 15.094, momentan 18er Hebel, das ist die GK0 XPJ. Also es bleibt nach wie vor super spannend, überhaupt keine Frage. Aber schaut drauf, wenn ihr irgendwo was macht, ob dieses Unternehmen in den nächsten Tagen Zahlen bringt. Ich wünsche euch was, vor allen Dingen ein schönes Wochenende. Bye bye.